Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Feed the Beast Sky Factory Challenges. Ich habe sehr viele von euren Kommentaren gelesen und die Folgen, die ich bis jetzt aufgenommen habe, waren bevor die Folgen danach released wurden. Und deswegen gab es sehr viele Dinge, wo ich mir selbst so eine mega Facepalm gegeben habe. Und sogar Dinge, die ich gedacht habe, dass ich sie rausgefunden habe, was aber gar nicht so war. Denn, ja, es stimmt, ich habe immer gedacht, hier oben ist das Feld, bei dem die Seeds schneller wachsen. Aber nein, das Feld, wo die Seeds schneller wachsen, war hier drüben. Und das hatte ich absolut nicht mehr auf dem Schirm. Und auf diesem Feld wachsen die Seeds einfach instant. Also ein bisschen unlucky, würde ich einfach mal behaupten. Ich habe jetzt gerade auch einen Shader drin. Also erstmal vielen lieben Dank für eure Kommentare. Die Zeit hier drüben spielt mittlerweile absolut keine Rolle mehr, weil sie irgendwie bei 4 Tagen oder sowas ist. Ich glaube, es sind Tage, weil das Ding scheinbar auch läuft, wenn man gar nicht online ist. Also ich habe niemals so lange gespielt, deswegen macht es relativ wenig Sinn, glaube ich. Ah nein, warte, das sind 4 Stunden, ne? Okay, das könnte sogar noch hinkommen. Egal, wir wollen jetzt heute weitermachen und zwar mit dem nächsten und zwar dem Advanced Item Collector. Build an Advanced Item Collector von Random Things. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen absolut nicht auf die Mega-Zeit. Ich meine, hätte ich mich vorher informiert, das war nur so, ich habe das Modpack gesehen, dachte so, wow, und wollte das unbedingt spielen. Aber hätte ich es mir vorher genauer angeguckt, dann hätten wir wahrscheinlich auch für irgendeinen Rekordversuch gehen können. Vielleicht machen wir es im Stream nochmal, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ansonsten bauen wir uns heute einen Item-Collector und dafür brauchen wir Obsidian. Das haben wir gerade hier drin gemacht, das kann hier wieder rein. Und als nächstes brauchen wir eine Ender-Perle, dafür brauchen wir Ender-Essenzen, würde ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir Ender-Seeds haben. Enderman-Seeds, yay. Okay, dann können wir die hier ganz kurz anbauen und dann kriegen wir gleich Enderman-Essenzen raus. Das ist eigentlich echt super krass, ne? Also wenn ich mir denke, wie behindert ich eigentlich war, dass ich mich nicht hier umgeguckt habe. Ich glaube, ich habe 3 Stunden oder so offline gespielt, damit ich genug Essenzen dafür hatte. Ja, holy shit. Fuck me with a joystick. Okay. So, warte mal, wir brauchen ein bisschen Wood. Haben wir das? Nein. Haben wir Wooden-Essenzen oder so? Oder Holz? Nee. Okay, ich hole kurz Holz. So, Holz ist drin, Hopper ist drin. Das heißt, wir können uns jetzt hoffentlich schon den ersten Item-Collector bauen. Da ist er. Wir brauchen aber den Advanced. Dafür brauchen wir noch eine Redstone-Torch. Und wir brauchen dazu auch noch Glowstone. Glowstone bekommen wir durch Glowstone-Essenz. Ich hoffe mal, das haben wir. Ja, natürlich haben wir das. Ich glaube, es gibt immer noch ein paar, die wir nicht haben. Aber ich meine, größtenteils werden wir wahrscheinlich alle haben. Und mein Gott, ey, hätte ich das hier wirklich für früher gewusst, Mann, ich hätte ja Fertilizer Essence, oh geilo. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ihr könnt ja super gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich das Modpack trotzdem noch weiter spiele. Also sollte man das Modpack nach den Challenges trotzdem weiter behalten? Oder sollte man irgendwie, ja, wirklich die Challenges machen und dann ist es soweit good to go. Wir haben jetzt nach 3 Minuten die erste Challenge fertig und das war der Collector, der ist completed und als Reward bekommen wir dafür einen Netherstar. Das heißt, das würde an sich jetzt weitergehen mit dem nächsten und das ist Harvestcraft. Use various dyes to craft up some epic beacon from Pram's Harvestcraft. Wir gucken uns natürlich den Epic Beacon mal an. Das ist so das Beste, was man, glaube ich, bekommen kann an Essen. Das füllt, glaube ich, alles auf. Dafür brauchen wir Cook Pork Chop. Und wir brauchen sehr viele. Wie viel kommen wir denn? Okay, es gibt auf jeden Fall. Ah, okay, gut. Wir können Picks anbauen und dann brauchen wir die ganzen verschiedenen Farben. Farben ist eine andere Sache. Wie kriegen wir die denn? Dye Essence? Die kriegen wir aus Dye Seeds. Okay. Also, wir sollten auf jeden Fall eine Pick Essence haben. Nein, wir haben keine Pick Seeds. Okay, da müssen wir gucken. Ich glaube, die bekommen wir durch 7 von Heavy Sachen. Compressed Dirt in einem Sieb. Okay, dann gucken wir uns das auf jeden Fall an. Und als nächstes haben wir eine Dye Essence. Die haben wir zum Glück. Die können wir hier mal aufbauen. So, und jetzt kriegen wir hier genau die Dye-Dinger raus. Und dann müssen wir wahrscheinlich mit Bone Meal einfach nur die verschiedenen Farben, wie zum Beispiel Rot und Gelb, holen. Und die werden wir dann wahrscheinlich umcraften, ne? Genau. Obwohl. Ne, so halb irgendwie nur, ne? So, da ist unsere Pick-Seed, ist ja, oder gerne unsere Pick-Seeds, nicht unsere Pick-Essenz, sondern unsere Pick-Seeds. Und die können wir jetzt hier, na, komm schon. Hier zu unserem Porkchop craften. So, there we go. Raw Porkchop. Jetzt brauchen wir noch einen Furnace, damit wir das Ganze hier einschmelzen können. Also jetzt, wo ich weiß, wie das Modpack funktioniert, beziehungsweise so ja, halbwegs Ahnung davon habe, ich hätte schon irgendwie echt Bock auf einen Speedrun. Aber ich denke, wie gesagt, das machen wir dann auf jeden Fall in einem Stream. Und nicht irgendwie in, keine Ahnung, nochmal in einem YouTube-Projekt. Obwohl es halt schon. Ja, ich weiß nicht, es ist schon echt krass eigentlich, ne? Also, wie dumm ich eigentlich da reingegangen bin. Ah, na, wir gucken mal. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt hier gleich Cook Pork Chop. Und dann brauchen wir noch die ganzen Farben. Aber das wird, glaube ich, auch nochmal interessant. Momentos. Für normale Farben müssten wir rein theoretisch einfach hier rüber gehen können. Und hier schon mal die Sachen abbauen. Okay, wir kriegen sogar die ganzen anderen Farben. Brauchen wir denn verschiedene Sachen dafür? Also, wir brauchen schon die ganzen anderen Farben, ne? Okay, das heißt, wir haben eine rote Orchidee, eine blaue, eine orangene und wir haben hier Botania.
Nein, das ist auch... okay. Okay, die Farm haben wir soweit jetzt alle da rausbekommen. Zumindest alle, mit denen wir was anfangen können. Als nächstes brauchen wir Natura Seeds, denn durch die bekommen wir Kakteen. Und, ups, okay, warte mal, das war nicht unbedingt Sinn der Sache. So, warte, Natura Seed. Und ich weiß gar nicht, wie viel davon brauchen. Ich glaube 7. Und dann können wir die jetzt hier so anordnen, dass wir hier Kakteen rausbekommen. Kakteen wiederum, wissen wir, können wir hier dann einschmelzen. Und jetzt können wir schon mal die anderen Farben craften, denn wir brauchen einmal noch Lapis. Genau, das war noch die andere Sache. Lapis Seeds, bauen wir die auch mal ganz kurz hier an. Mein Gott, das ist so verdammt geil, ne? Und mir stinkt es so sehr, dass ich das nicht vorher rausgefunden habe oder vorher benutzt habe. So, okay, Lapis Seeds, there we go. Und jetzt können wir hier mal irgendwie alles wieder reinschmeißen, das brauchen wir gerade nämlich nicht. Dann kümmern wir uns jetzt nämlich um die restlichen Farben. Epic Beacon. Okay, grün ist gerade in der Mache. Cyan, dafür brauchen wir grün und Lapis. Das haben wir dann einmal hier. Das heißt, wir gehen hier rein, nehmen uns hier Lapis und dann haben wir Cyan. Dann brauchen wir Purple, dafür brauchen wir Rot und Lapis. Das haben wir ebenfalls. Und wir brauchen hier das Luna oder Magenta. Dafür brauchen wir diese Dinge hier. Okay, und dann sollten wir jetzt in der Lage sein, den Epic Beacon zu bauen. No, was fehlt uns? Rot? Haben wir jetzt echt kein Red mehr? Now. Okay, warte, wir haben eine rote Orchidee. Können wir die? Nein, können wir nicht. Schade. Okay, dann brauchen wir jetzt nochmal rote Farbe. Die haben wir jetzt alle vercraftet. Und da ist sie, Rose Red. Und jetzt haben wir den Epic Beacon. Castcrafter has unlocked Harvestcraft. Okay, haben wir dafür was bekommen? Nein, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Okay, die nächste Quest wäre jetzt sogar schon Reactor Control. Craft a Reactor Controller from Extreme Reactors can be used to complete a pre-built Reactor. Okay, das wäre also das Ding hier drüben. Das machen wir in der heutigen Folge aber nicht mehr, sondern wir wollen jetzt erstmal nochmal das Ganze hier benutzen, um... Warte mal, habe ich eine Pickaxe oder sowas? Ja, ich habe eine Stone Pickaxe. ich würde jetzt gerne mal hier ein bisschen aufräumen. Denn ich meine, klar, an sich, es geht darum, Speedrun zu machen. Aber andererseits ist die Welt auch eigentlich so cool. Ich hätte irgendwie schon Bock, sogar nach dem Speedrun noch weiter zu spielen. Aber macht halt nicht so viel Sinn, leider, ne? Okay, warte mal, das kommt jetzt alles wieder weg. Und dann, es wird auch gar nicht mehr... Hä? Was ist denn mit der Sonne los? Lol! Was ist das denn? Warte mal. Hä? Die verarscht mich. Was ist das denn? Die Sonne geht irgendwie immer mit meinem Screen mit. Die ist hinter dem Scoreboard hängen geblieben. Und dreht sich jetzt immer hier mit. Und ich kann immer den Ding beleuchten, den ich gerade beleuchtet haben will. Lol. Das ist immer super weird. Wahrscheinlich ein Shader-Bug oder sowas. Okay, gut, ich denke mal, viel mehr gibt es dann aber heute gar nicht mehr zu tun. Ich will die Quest jetzt nicht auch noch heute beginnen, deswegen werden wir die auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall super gerne eine Bewertung da. Vielen Dank für die Tipps in den letzten Folgen, dadurch bin ich jetzt um einiges weitergekommen. Wie gesagt, ich denke, ich werde dann einen Speedrun im Stream machen oder vielleicht auch in einem YouTube-Video, ich weiß noch nicht genau. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut da rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!